Ich muss echt gestehen, ich wüsste nicht, wie man das jetzt. Vor allem, ich verstehe es auch manchmal nicht. Die Gegner kommen ja meistens immer weg. Also oft kommen sie ja weg. Ich kann auch nicht abhauen, weil ich in der scheiß Stellung war. Ey, Kacke. Ja, würde mir auch gar nichts bringen zu sagen, ich spiele. Obwohl. Nee, ich kann es auch gar nicht führen. Ist ja eine Seeschlacht. Ich dachte, die wird automatisch immer an Land out. Normal, ja. Ach, das ist doch Scheiße. Du kannst die nicht spielen? Nein. Also gewinnt automatisch der mit den meisten Einheiten. Ich überlege immer noch, wie ich es anstelle, dass ich dir was schicken kann. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich warte jetzt, bis die 21er fertig ist, dauert ja 11 Runden. Das hilft dir ja dann auch nicht so viel. Aber wo würdest du sie denn wollen? Ja, absolut keine Ahnung. Mehr so bei Kult der Sinnesfreuden oder mehr im Norden bei den Todessuchern, bei Lothwander die Ecke? Ich weiß es nicht. So, kommst du da auch so hin? Nein, natürlich nicht. Ach, das ist doch alles ein behinderter Rotz hier. Aber wann beginnt hier meine Garnison? Wie kann ich denn die eigentlich angreifen? Das kann und die KI kann es doch auch aus der Stadt. Ach so. Einfach anklicken und angreifen. Ja, okay, würde ich verlieren. Ach, fuck you doch einfach ins Knie. Das ist doch ein schlechter Scherz einfach. Ich finde es aber trotzdem scheiße, ja, dass während die belagern, können die einfach eine Armee aufbauen. Eigentlich eine in der Armee? Der belagert mich jetzt. Der hatte vorher eine 6er Armee, der hat mittlerweile eine 17er Armee. Das wäre mir neu. Das wäre mir, also das wäre mir neu, dass das geht. Wow. Na egal. Einfach irgendwas hier zusammenschustern. Mensch, auch 8 Runden am Arsch, ey. Brauchst du Geld? Ernsthafte Frage, brauchst du Geld? Nee. Brauchst schnell eine Armee. Ja gut, die kann ich dir halt. Schnell ist immer so eine Sache. 4 Runden. Nee, ich will jetzt eigentlich hier keine rekrutieren, um zu gucken, wie schnell das geht. Na gut, dann 4 Runden. Kommen auch nicht hinterher mit dem Arsch. Jetzt muss ich der da hinterher gucken, ey. Ja, Ist da auch noch 3 Runden? Ach, mir fällt ein. Guck mal, ich hab doch hier. Wir sind im Krieg. Was ist denn. Können wir nicht mal wenigstens irgendwie sagen, kein Krieg? Fear my malice. Oh, das wollte ich nicht. Malevolent Lord, my time and temper are short. No. Hm, 16 Siedlungen hat der Kult der Sinnesfreuden noch. I should cut you down for wasting my time. Oh, wo sind diese Suchertypen, Todsucher? Fear my malice. Die stehen. Ich will gleich sagen, wo die sind. Also ich sehe da eine Stadt von ganz im Norden da. Nee, nee, die haben keine Stadt, das ist eine Horde. Ja, aber wo. Die stehen bei was? Stahlfrostgletscher. Stehen 2 von denen. Front. Keine Ahnung, ob die irgendjemand, ob die auch mal angreifen oder nicht. Ich die weiß es nicht. Hier gerade die gefrorene Stadt. Eine Stadt. Kannst du mir einen Stadtnamen sagen?
Wir stehen bei Ashrak. Ashrak. Das hatte ich doch gerade. Ashrak. Honor before glory. Whether chivalrous or not, I will strike you insult. Valiant Lord. Ashrak, Ashrak. Das ist links ganz oben mittig. Hä? Hä? Achso, habe ich. Okay, da habe ich keine Stadteinsicht wahrscheinlich. Ne, ja, das Gebiet hast du noch nicht entdeckt. Nee, aber ich sehe deine ganzen östlichen Städte, sehe ich. Ich sehe die Stadt von Lothan, Sklavenkap. Alter, Lothan hat 27 Siedlungen. Das ist viel? Also ich finde das ehrlich gesagt, also ich finde das wenig. Dafür, dass er so stark ist. Wie viel hast du? 500? Nee. Nicht mal 40. Ja, bringt einem ja auch nichts. Wirtschaftlich. Bringt auch nichts. Alter, ich kann auch mit keinem hier Frieden machen, Tja, das ist doof. Ich habe hier nur eine 16er. Wenn ich die aber abziehe, habe ich die Befürchtung, dass die mich angreifen werden. Das ist doof. Andererseits werde ich das wohl riskieren müssen. Ich muss jetzt alles irgendwie woanders hinschicken. Ja gut, aber die plündern schon. Irgendwann werden sie mich schon angreifen. Oder die wollen einfach nur plündern. Kann auch sein. So, nächste Runde könnte ich da wenigstens angreifen. Hier ist dann noch eine 10er unterwegs. Wobei, dann ist die ja auch da. Ich muss erst die töten. Der Spasti kommt ja nicht so weit. Das heißt, es dauert noch. Ja, vorbei, nee. Machen wir mal lieber nicht. Tja. Wie viel Garnison habe ich in der Stadt? Ich habe leider nichts ausgebaut hier. Deswegen nur 8er Garnison. Das heißt 20. Plus 29. Und es würde 1000 Runden dauern. Doch, so wenig. Ach, Mann, ey. So, da hat noch einer einen Punkt. Dann verteilen wir mal. Marschierer. 10%. Wer ist denn das da? Ach. Wer ist denn Velal? Ach, Velal ist der. Das hat sich ja voll genommen. Er ist ja noch im Rekrutieren. So, aber. Naja, gut. Sei es drum. Ich werde jetzt da erstmal weiter rekrutieren. Ich weiß auch nicht, ob die Kavallerie. Ach, keine Ahnung. Was denn? Ja, bringt die was? Bringt sie nix? Ist Geschossinfanterie gut? Keine Ahnung. Also ich hatte bisher immer so das Gefühl, dass sie immer so... Die war in Ordnung, aber halt nie so... Perfekt. So Bombe. Zwei. Ich will noch nicht so viele von denen bauen, ehrlich gesagt, weil... Kavallerie. Nee, würde ich auch nicht. Ich hab zwei Stück, ich finde, na, weiß nicht, vielleicht drei und dann. Ist du hast gut. Auch keine so Monster, oder? Was Monster? Dickere Einheiten, so große Sachen. Kannst du sowas bauen? Ne. Also nur halt sowas wie Ritter der Nacht, also so Kampfechsen.
Echsenstreifen. Ja, aber jetzt keine wie ich Gyni oder so. Nee, sowas kann ich nicht bauen. Nur Drachen und Hydra. Das kann ich bauen. Ja, stimmt, die Hydra. Sowas kann ich bauen, aber das wäre es dann auch. Also ich würde vielleicht statt Kavallerie lieber nochmal einen Schnitter mehr reinmachen. Nahkampftruppe oder so. Die vielleicht gut gegen Ansturm ist, weil der hat ja schon relativ viel Kavallerie. Ja, es dauert ja noch. Also ich habe jetzt noch einen Drachen und eine Hydra. Und einen so einen komischen Ritter der Nacht-Typ, ne? Und dann mache ich noch einen Schnitter rein und dann gucke ich. Kavallerie werden dann werden irgendwann mal drei, wenn es fertig ist. Ja. Würde ich ehrlich gesagt echt eine abbrechen. Meinst du Kavallerie? Reichen zwei? Ich finde, das lohnt sich nicht. Dafür schaffen die zu wenig. Dafür sind die auch viel zu schnell tot. Na gut. Dann mache ich jetzt noch einen Schnitter. So. Forschung verfügbar. Heidewitzka. Eine Erfahrung. Mhm. 10% mehr Einnahmen aus allen Gebäuden, ist doch nett. Hä? Ach, das ist schon abgelaufen. Ah, cool. Immerhin etwas. Immerhin etwas. So, wie lange brauchst du bis da? Ich ignoriere auch die da oben, die mich plündern. Das sind 1, 2, 3. Oh, scheiße, ey. 5 Runden. Uncool. Uncool. In 5 Runden nehme ich ja schon tot. Ja, da fährst du zu viel Land. Ja, aber jetzt die eine Stadt da, wo ich aushelfen will. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht sinnvoller ist, sich an manchen Grenzen vielleicht lieber zurückzuziehen und dann stärkere Festungen zu verteidigen. Aber dann müsste ich ja zurückweichen, das ist nicht so meins. Ja, aber weil du, wenn du jetzt eine Armee nach der anderen verlierst, bringt die ja dann auch nicht. Ja, aber ich schwäche ja nun auch die Gegner, das bedeutet. Ja, aber die bauen sich ja wieder auf direkt. Ja, die nicht. Die nicht. Die nicht. Die einen sollen wir mal erklären, wie die rekrutieren können. Die sind in einer völlig fremden Provinz, da geht nichts. Da können die sich nicht mehr verbessern. Ja, das sagst du. Also ihre Einheiten können sie verstärken, ja, aber sonst nichts. Machst du weiter? Achso. Nein. Danke. Ich finde aber meine Nahkampfeinheiten alles scheiße irgendwie. Also ich habe da irgendwie keine, wo ich sage, boah, die ist richtig gut. So wie bei Rome, die Phalanx immer. Nee, was hatte ich denn da für Einheiten bei Sparta? Da gab es so irgendeine spartanische Einheit, die war, also Nahkampfeinheit, die war richtig krass. Waren das nicht im Grunde alle Spartaner? Nee, das war eine bestimmte Einheit, die war auch recht, das war glaube ich eine der späteren Einheiten. Hm. Weiß ich nicht. Die haben, ich glaube, die haben auch so gut wie nie gewankt. Und haben halt viel, also sie haben jetzt nicht so mega viel Damage gemacht, aber sie haben halt mega viel ausgehalten. Ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß, dass da was war. Aber ich habe hier nicht so eine richtig krasse Nahkampfeinheit, habe ich das Gefühl. Irgendwie nicht. So, ich mache jetzt eine Armee voll, die direkt hier an der... Die ist jetzt nicht der Obershit. Aber die würde ich dann hoch zu dir schicken. Okay. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt hilft oder nicht, aber ist ja dann vielleicht ein Anfang. Boah, der hat 5 davon drin, aber die sind da, ich finde die nicht gut. Vor allem mit 100 Rüstung, ey, dann halten die so wenig aus.
enttäuschend. Das ist immer komisch, ne? So manchmal... Ja. Also gefühlt war das jetzt nicht mehr als so eine normale Nahkampfeinheit, die irgendwie 30 Rüstung hat. Die haben dann vielleicht mehr Schaden gemacht. Das kann sein, aber... Oh! Oh, gewinnst du. Echt? Bei mir gar nicht. Bei mir ist es mehr auf deiner Seite. Echt? Okay, dann... Boah. Schwein gehabt. Sehr gut. Und dass sie das nicht hinkriegen, endlich mal anständig da, darzustellen. Ja, vor allem vielleicht nicht zwingend für beide unterschiedlich. Wäre schon schön. Alter, was geht denn jetzt hier ab, Alter? Ja, nein, das ist die gleiche Stadt. Achso. Nur ich habe davor aus Versehen die Armee angeklickt. Und nicht die Stadt. Ach so, ich dachte, du hast erst geplündert oder so. Nee. Verdammt, jetzt sind die noch nicht... Ach, jetzt habt ihr hier noch... Ach, ich bin mal gespannt, ey, der haut bestimmt jetzt ab, der Sack. Oder der nimmt sich jetzt die Ruine da und dann hat er aber schon Garnison drin. Das dürfte eigentlich gar nicht gehen. Ach, der KI traue ich alle zu. Und cheatet er sowieso nur. Aber wenn die weg wäre, wäre nicht schlecht. Ja, Lothan. Nee, die eine Zehnerarmee, dann könnte ich wieder zurückgehen. Wie gesagt, ich komme jetzt, es dauert jetzt noch 2-3 Runden. Klar, da muss ich halt noch zu dir hochfahren, denn das dauert ja auch noch mal. Naja, weil aber wenn die eine Zehner weg wäre, Moment, die hier gerade meine 20er kaputt gemacht hat, mhm, dann könnte ich ja zurückgehen, weil er hat momentan nur eine Dreier in der Stadt drin. Dann könnte ich aber die Stadt wegmachen. Mhm. Und dann hat er noch eine 19 Armee, aber ja, dann kann man das leichter verteidigen als gegen 3 Armeen. Ja gut, das stimmt. So, meine 220er brauchen jetzt insgesamt nur noch 19 Runden. Nur um dich mal kurz auf den Zwischenstand zu bringen. 2 Runden schon geschafft, yes. Die eine ist in 9 Runden fertig und die andere dann in 10. Ja. Ja, in kleinen Schritten. Dann brauchst du aber nur 10 Runden. Nee, die sind alle im selben Pool. Ach so, ja gut. Dauert das wieder 4,5 Jahre. Aber ich habe das Gefühl, obwohl ich die ganze Zeit ausbilde, kriege ich die ganze Zeit mehr Geld. Ja, das ist doch schön. So, der Vampir ist auch fast ausgerottet. Da im Süden von deiner Insel habe ich jetzt eine Elfenfraktion ausgerottet. Ha. Also die haben jetzt nur noch eine kleine Viererarmee hier stehen. Okay. Sind dann aber weg. Ja, dann die einen gegen Elfen, die mir hier die ganzen Probleme machen. Ha. Die werden wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Ja, aber sonst, kriegerisch läuft momentan eigentlich ganz gut. Außer halt die Elfen. Aber die Elfen, ey, die gehen einem richtig auf den Sack. Also es ist egal, welche Art von Hochelf das ist. Die sind alle scheiße. Alle scheiße. Bewegt sich? Achso, bei mir bewegt sich noch was, okay. Okay. So, Lothan. Jetzt haut der. Jetzt geht. Willst du mich verarschen? Jetzt geht er ins Wasser. Jetzt regst du dich nur auf, oder? Ja, natürlich. Ich wollte ihn angreifen, den Penner. Was? Und das war's dann mit dem Elfen. Oh. Achso. Ja, das war sein letzter Versuch. Ach, er hat dich angegriffen. Ja, ja. Er ist natürlich sehr clever. Gut, die sind vernichtet. Freut mich. Was? Ach, kommt schon. Frieden. Hä? Lass mich die Stadt nehmen und dann haben wir Frieden. Wo ist das? Weiß ich nicht. Nein! In Spanien. Oh Gott. Warum hatten die sich schon bewegt? Die waren doch noch gar nicht dran. Ich muss da spielen. Muss. Wie kann der denn mit der einen Armee so weit gekommen sein? Das ist überhaupt nicht machbar. Hey, ich sag doch, die cheaten hier. Obwohl. Hm.
Weißt du, was ich gerade überlege? Nee. Ich habe doch die Vorhutaufstellung mit meinen Fernkämpfern. Gut, die Reichweite reicht zwar nicht, aber... Immerhin. Warum sehe ich schon, dass meine ganzen Fernkämpfer tot sind? Keine Ahnung. So. Hä? Was denn? So, warte mal, ich pack die mal daneben. Wo sind denn die hier? Wer? Da. Tu. Warum kann ich die... Achso, ist außerhalb des Aufstellungsradius. Ich verstehe. Okay. Bereit? Nee. Sind sie? Ach scheiße, jetzt sind die im Wald. Dann gehst du auch im Wald. Warum laufen die? Ja, ich gehe... Wo gehen die denn hin? Ich weiß es nicht. Leute, wo geht ihr hin? Aber weil alle, also irgendwie... Alter, warum stehen die jetzt so weit hinten? Ne, okay. Kann's vergessen. Wir stellen uns hinten auf. Was machen die denn? Vor allem auch die ich kontrolliere. Hä? Ach nee, meine stehen da immer noch. Deine sind weggelaufen. Ja, dann ist ja gut. Glänzen die so schön? Weiß ich nicht. Shiny, shiny. Ne, zu weit weg. Oh, nee, wo ist gar nicht weg. Ja, wobei, die werden ja eh durch den Wald kommen, ne? Ja. Oh, die haben zwei Phönix. Ich freue mich auch. Eieieiei. Vielleicht komme ich mit denen auch mal zurück. Oder laufen die nur durch das Waldstück? Das wäre natürlich auch gut. Achso, der schießt automatisch Laser. Ja, du kannst auch einen anklicken. Ja, am nee, besten. Aber du hast jetzt keine Fähigkeit oder so. Nee, das ist die. Das ist halt die Einheit. Okay. Oh nein, die werden beschossen. Tut es nicht. Seid ihr denn verrückt? Oh, der hat auch einen Adler. Ein Adler. Die Phönixe, ne? Ja. Ich dachte, du wolltest sie vielleicht beschießen mit dem. Ja, macht er ja schon. Gleich. Gut. Also ich versuche ein bisschen seine Fernkämpfer zu beschäftigen. Ich glaube, es wird aber nur so mittelgut gelingen. Gott, hat der viel Lage. Leck mir die Eier, ey. Oh, die sind ja schon da. Ah, Platz da. Weg. Ey, bleib mal deinen komischen Staub bei dir, du Sau. Okay, die sind gerade im Rage-Modus. Mann, ist alles kaputt. Alter, die schießen ja alle auf die. Ist ja unfair. Hallo. Kann aber nicht sehr oft schießen, ne?
Nee, hat nur relativ hohe Cooldown-Zeit, ja. Okay, das bringt nix. Oh, der hat gesessen. Laserstrahl direkt in die Fresse. Das ist aber auch nicht so viel Damage gemacht. Schieß! Warte. Dreh ich mal um, kämpfe mal kurz gegen den Adler hier. Den Adler kaputt. Gut, kämpf nicht gegen den Adler. Gute Idee. Warum kann ich in den Modus nicht ausschalten? Achso, weil er ja keinen hat. Ist der falsch? Bam! Damit habt ihr nicht gerechnet. Komm schon, mach den Phönix jetzt kaputt. Schieß doch mal. Ich hasse Phönix. Er hat aber wieder volles Leben. What? Ja. Oh, Cheater. Kannst du mit dem Güni gegen die Fernkämpfer gehen? Kann ich auch. Okay, damit sind die schon mal weg. Ist klar. Okay, die wanken. Also Güni, der versucht's auf jeden Fall. Ja, er kommt nicht durch, ich merk's. Wenn der Laser-Typ da mal schießen würde, wäre der toll, aber irgendwie wird er nicht. Jetzt hat er und er hat getroffen, glaube ich. Jetzt, komm, greif an. Greif an, greif an, greif an, greif an. Jetzt renn los, renn. Kontrolle verloren. Renn, renn, renn. Sehr, ne, das war irgendwie nicht so beeindruckend, aber war okay. Kann man machen, kann man machen. Ist schon in Ordnung. Ach, wie er sich freut, wenn er da durchstreuen kann. Alter Adler, verpiss dich, verpisst euch alle. So. Warte. Was macht der Laser-Typ? Der sollte eigentlich, aber die sind gerade jetzt schon, glaube ich, weg, ne? Er sollte auf die da hinten schießen. Okay, er hat die Kontrolle verloren, der Güni. Ja, umso besser. Der Laser-Typ, der wird irgendwann bestimmt auch mal wieder schießen. Ich verlasse mich drauf. Vielleicht gegen Fernkämpfer. Aber irgendwie macht das sehr wenig Schaden, finde ich. Günni! Was ist los? Steht hier einfach nur rum. Macht nichts. Der greift nicht an. Er wedelt mit seinem Schwanz, er freut sich. Oh. So, die wanken. Dann haben wir erstmal die nächsten. Oh, der hat auch gleich keinen Schuss mehr. Die sind aber schön geflogen. Komm, 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 komm. Mach deinen letzten Schuss auf den Adler, triff ihn und hol ihn vom Himmel. Ach, du bist eine Pfeife. Stimmt. Jetzt aber. Der Adler, der ist auf dem Boden. Komm schon. Der Adler ist gelandet. Ich wollte es gerade sagen. Wusch, was macht er denn? Ja, der hat gesessen. Oh, Günni ist wieder under my control.
Mein Gott, der Adler hält aber auch aus, ey. Mann, 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 Mann. So, hat keine Muni mehr, das heißt, jetzt geht's ab hier. Jetzt wird angegriffen. Wo ist denn der jetzt? Er braucht erstmal eine halbe Stunde, bis er da ist. Lauf doch schneller, Mann. Ganz gemütlich läuft er dahin. Naja. Ehrlich gesagt bin ich das von meinen Einheiten so gut. So, da kommt er jetzt. Jetzt geht's los. Ich greife jetzt den Kommandanten an. Hast du eigentlich noch Überblick über das Schlachtfeld? Ich habe nur zwei Einheiten. Läuft. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, jetzt wanken die. Die fliehen sehr gut. Die wanken auch. Das heißt, jetzt wird er nochmal angegriffen. Wankt er auch? Flieht er? Was ist los? Ah ja! Nice. Sehr gut. Vielen Dank. Lasertyp. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht, oder? Er hat's gerissen. Das sehen wir ja jetzt, ob er's wirklich gerissen hat.